Hallo Leute, euer Mr. Alice hier am Start. Willkommen zurück zu einem weiteren Dead by Daylight Video. Heute wird die Reihe fortgesetzt. Ich habe mit dem Michael, mit der Nurse, die Memento Mori Sache gemacht und viele Leute wollten, dass ich das so mit den anderen Killern mache. Mit der Hexe habe ich das, glaube ich, auch schon gemacht. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall mit dem Kettensägen will ich auch noch nicht. Deswegen nehme ich den Willi jetzt hier erstmal, um zu schauen, ob ich die hier schnell bekomme. Und natürlich mit Memento Mori, weil das war hier der Hauptfaktor der Leute. Gleichzeitig zum Mori habe ich noch eine Challenge hier versucht, und zwar, dass ich die Leute erst mit Mori jage, wenn die die Generatoren fertig haben. Allerdings, die letzte Person verfolge ich oder versuche ich die ganze Zeit schon zu jagen, dass ich die schon mal bekomme, wenn die Gens fertig sind. Jetzt nun zurück zum Live-Gameplay und euch weiterhin viel Spaß dabei. Den haben wir schon mal erwischt. Weiter geht's. Aber der ist auch schön am Leggen, der Dwaito hier, der Pizza Boy. Der Fake Pizza Boy. Aber ich muss die Steuerung auf jeden Fall ändern, Leute. Weil ich bin dran gewöhnt hier am Battlegrounds, die Steuerung. Und ich muss die ein bisschen einstellen jetzt hier auf DBD. Damit ich wieder DBD ordentlich zocken kann. Ich habe die Tastensteuerung da ein bisschen anders gemacht. Sind jetzt mal bald fertig mit den Gens. Wäre auf jeden Fall. Jawohl, sehr schön. Nicht verkehrt. Jetzt kann ich anfangen zu metzeln. Wo ist der hingelaufen? Ich höre den noch, oder? Der heilt sich hier, glaube ich. Ja, da ist er. Komm, 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 komm. Rico, börst du jetzt nicht weg hier? Jawohl, den haben wir. Den lasse ich mit Absicht liegen, einfach mal als Köder nutzen, weil wenn ich den jetzt direkt töte, wäre es ein bisschen blöd. Da koste ich, verliere ich zu viel Zeit. Mal schauen, ob hier jemand ist. Da ist, glaube ich, einer, oder? Warte mal, doch, hier hinter sitzt der. Und Batz, da haben wir sie. Die Mori ich sofort. Zwei Leute auf dem Boden liegen lassen wäre nicht so schlau. Danach gehe ich sofort zurück zum Dwight, um erstmal da abzuchecken, ob da eine Person noch ist. So, mit der sind wir fertig. Komm, beeil dich hier. Es könnte sein, dass ihr im Background eventuell ein bisschen meine Maus und meine Tastatur hört. Ich habe mein Mikrofon ziemlich nah an der Tastatur. Werde ich aber wieder im nächsten Gameplay natürlich drauf achten und das dementsprechend auch weiter entfernen. Warum geht die da schnell durch? Wie dumm ist die denn, Alter? Ja, das war's mit der. Wie dumm. Aber ich lasse die jetzt liegen als Köder. Ich gucke erst jetzt mal, wo der Pizzaboy ist. Die Spuren sind gerade hier lang gegangen. Ah, da ist er, da ist er. Ich sehe ihn. Ich hoffe jetzt nicht, dass er mal wieder wegleckt. Den würde ich jetzt sofort töten. Dann gehe ich wieder zurück zur Mac. Und hoffe natürlich, dass der General keinen Schiss hat und dahin geht und die es halt rettet. Weil dann würde ich im besten Fall die Mac wieder umklatschen und dann den General umklatschen. Das ist hier der vierte Spieler, nämlich. Der General. Komm, let's go, let's go. Komm, 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 bitte halte die, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ah, da ist die auch schon. Na, schade, der ist nicht hier. Ja, gut, komm, dann nehmen wir die auch noch. Dafür, dass es eine Challenge war, drei Leute gekriegt. Mal gucken jetzt, ob ich den General noch kriege. Vielleicht kämmt er an der Türe. Mal schauen. Ist es dafür gar nicht mal so schlecht, würde ich mal behaupten. Auch was sehr riskant ist, mit Mori zu warten, bis die Gens fertig sind. Weil dann hat man Mori umsonst eingesetzt. Wisst ihr, was ich meine? Ist ja auch sehr selten, rosa Mori. Ah, da hinten steht er. Erstmal hier die Palette umgesägt. Ich mach mal die Säge an. Vielleicht haut er jetzt schon ab. Na, nee, nee. Dann gehe ich rückwärts. Vielleicht kann ich noch einen Schlacht hitten, bevor der abhaut. Jawohl. Ah, immerhin das. Gucken wir mal. Ach, guck mal, da schreibt direkt wer was. Lol. Okay. Warum Save-File? Was meint er damit? Bevor das jetzt zu irgendeinem Monster-Text wird, Leute, kürze ich das ab und mache hier mal einen Cut. Und mit Save-File meinte die Person, dass ich angeblich gehackt hätte und mir irgendwie ein Hack auf das Spiel übertransferiert hätte. Alles klar, das sind immer die besten Leute, die nicht verlieren können und dann anfangen rumzumeckern. Naja, egal. Ich hatte mal wieder Bock auf einen kurzen Zusammenschnitt, Leute. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr das Video bewertet. Und ansonsten weitere Wünsche gerne in die Kommentare. Bis dahin, Leute, euer Mr. Hardy verabschiedet sich. Haut rein und ciao.